Willkommen zur Auswertung des Battles Shanchidori vs. Pentagramm. Zunächst der Jury-Vote. Also, kommen wir zu meiner Bewertung. Die Musik fand ich bei beiden eigentlich gut. Bei Chan war sie vielleicht ein wenig zu laut und bei Penta stellenweise vielleicht ein wenig zu leise, aber keins von beiden hat mich gestört, eigentlich. Bei Chan hat mir die Ansage besser gefallen. Außerdem ist ihre Qualität halt ein wenig besser. Dafür fand ich, dass Penta eindeutig besser gespielt hat. Außerdem hätte es Chan gut getan, ein wenig mehr Pausen zu setzen. Sie nimmt relativ viel von der Spannung, einfach weil sie das alles fast ein wenig durchrattert. Insgesamt geht meine Stimme also an Penta. Bei Chan gefiel Kiaro die generelle Erzählweise, wie auch die Musikauswahl besser. Er ist sich nicht ganz sicher, ob das Verzerren der Stimme mit dem Hall regelwidrig ist, wenn es jedoch nicht der Fall ist, findet er dies ebenfalls gut gemacht. Bei Penta gefällt es ihm nicht wirklich, dass sie den ersten Teil des Endes halbwegs dramatisch rüberbrachte, um dann ruhiger zu werden. Es macht zwar durchaus Sinn, jedoch stört Kiaro irgendetwas daran. Da scheint ihm das durchgehend Ruhige von Chan ein wenig spannender, auch wenn es früher den Plot-Twist erahnen lässt. Auch fehlte ihm bei Penta ein wenig der Kontrast zwischen der Lautsprecherdurchsage und dem Erzählerpart. Alles in allem geht seine Stimme also an Shanchidori. Nun zu meiner Bewertung im Battle Shanchidori gegen Pentagramm. Ich fange mit Shanchidori an. Shanchidori hat alles gut bearbeitet. Ich finde die Abmischung sehr gut und auch dieses Echo war interessant und angenehm. Die Musik ist ebenfalls gut gewählt und auch die Betonung und die Art, wie sie gesprochen hat, war gut. Bei Pentagramm war die Musik ebenfalls gut gewählt. Sie hat meiner Meinung nach mit mehr Leidenschaft vorgelesen. Gab es halt Stellen, wo sie lauter geworden ist und dann wieder ruhiger und dann wieder lauter geworden ist. Allerdings ist die Abmischung der Stimme nicht so gut wie bei Chan und deshalb finde ich auch insgesamt Chan besser. Man kann sie sich öfter und besser anhören und da haut es die Leidenschaft von Pentagramm auch nicht raus, also geht mein Punkt an Shanchidori. Ich muss sagen, dass ich beide eher mittelmäßig fand. Chan klang irgendwie sehr dumpf, ich weiß nicht, woran es lag. Dazu war die Musik sehr laut, aber mir sind nicht wirklich Betonungsfehler oder ähnliches aufgefallen. Bei Penta war die Rauschentfernung irgendwie sehr seltsam gemacht. Man hat noch Rauschen gehört und die ganze Aufnahme klang irgendwie seltsam. Die Musik hatte eine passende Lautstärke und war okay, wenn sie auch schon etwas ausgelutscht war. Bei mir haben ihr die Betonungen am Ende allerdings besonders gut gefallen, weshalb mein Punkt letztendlich an Pentagramm geht. Kommen wir zu meiner Bewertung, das Battle Shanchidori gegen Pentagramm. Ja, auf jeden Fall ein sehr schönes Battle, hat mir viel Spaß gemacht, beide Parteien haben sich viel Mühe gegeben, oder es hat auf jeden Fall Spaß gemacht zuzuhören. Ich muss sagen, ich fand es cool von Chan, dass sie diesen Hall-Effekt einmal benutzt hat. Ich fand es von Penta auch sehr gut. Ich muss sagen, bei Chan fand ich die Musik etwas zu laut und bei Penta fand ich es atmosphärischer vorgelesen. Allerdings fand ich, bei Chan war irgendwie das bessere Ende, für mich zumindest. Und ich fand die Musik auch insgesamt, ich weiß nicht, ich fand bei beiden Seiten hatte die Musik etwas sehr Gutes, aber ich fand mit dem Ende von Chan fand ich Chan einen kleinen Tick besser. Trotzdem muss ich sagen, beide haben großartige Arbeit geleistet. Aber diesmal geht meine Stimme an Shanchidori. Von den Usern hat Pentagramm 4 und Shanchidori keinen Punkt bekommen. Also gewinnt Penta mit insgesamt 6 Punkten. Herzlichen Glückwunsch!